Hi Leute und herzlich willkommen zum nächsten Produkttest. Heute schauen wir uns das LED-Hundehalsband von Romeo an. Aktuell im Verkauf für 5,99 Euro bei Aldi. Klingt nach einem Stäbchen, ob es sein Geld tatsächlich wert ist. Schauen wir uns gleich an. Gut, packen wir das Halsband nun mal aus. Das Halsband selbst besteht aus Nylon, ist relativ gut verarbeitet, also für 5,99 Euro kann man da glaube ich nichts falsch machen. Die Nähte sind sauber. Wir haben hier on top noch eine Öse, in der wir die Leine noch befestigen können. Und wir haben am Ende eine Schnalle, die an sich einen sehr robusten Eindruck macht. Schauen wir uns mal den Batteriewechsel etwas genauer an. Um die Batterie zu wechseln, müsst ihr einfach nur das Plastikgehäuse seitlich rausdrücken und dann habt ihr die Möglichkeit, den Lichtleiter auch rauszunehmen. Und ihr könnt es vielleicht hier erkennen, hier sind vier kleine Kreuzschrauben, die müsst ihr entsprechend aufmachen, habt dann die Möglichkeit, das Gehäuse abzuheben und die Batterie da drin zu wechseln. Das ist die mittelgroße Version. Hier haben wir den Ein- und Ausschaltknopf mit den drei verschiedenen Modi. Einmal schnell blinkend, einmal langsam blinkend und einmal Dauerleuchten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wozu brauche ich diese ganze Lightshow? Vorteil an der ganzen Geschichte ist, wenn man mehrere Hunde hat, kann man diese Hunde nachts auch erkennen. Der eine Hund ist natürlich mit der langsamen Blinkfunktion unterwegs, der andere mit der schnellen und der dritte ist vielleicht mit dem Dauerleuchten unterwegs. So kann man den Hund auch gezielt ansprechen und sieht auch ganz klar, welcher Hund läuft gerade in die falsche Richtung. Kommen wir nun zum Fazit. Alles in allem macht das Halsband von Romeo einen sehr robusten Eindruck. Ich denke, für 5,99 Euro kann man nichts falsch machen und es ist gut investiertes Geld.